Tag Leute und herzlich willkommen in der bereits 21. Folge der Java Tutorial Reihe. Und in dieser Folge möchte ich euch einführen in die Java Swing Reihe. Sprich, wir möchten mit diesen Swing Objekten Fenster erstellen, wir möchten Buttons erstellen, wir möchten Textboxen erstellen, Eingaben durch den User und so weiter. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ein grundlegendes Fenster zu erstellen. Wichtig ist, vorher zu wissen, in Java ist das Ganze nicht so super einfach. Das heißt, wir müssen so ziemlich alles festlegen, bevor wir überhaupt ein Fenster benutzen können. Das ist nicht wie in Visual Basic, wo wir einfach per Drag and Drop oder standardmäßig sogar ein Fenster haben, sondern wir müssen das hier wirklich alles händisch eingeben. Das heißt, wir erstellen uns ein JFrame. Das können wir hier lokal machen, da brauchen wir keine globale Variable. Wir nennen es einfach JFrame. Und jetzt müssen wir unserem Objekt einen Namen geben. Ich nenne es jetzt einfach mal Frame. Ist gleich New JFrame. Und das Ganze wurde schon importiert aus der Swing-Klasse hier. Und dann geben wir hier in Anführungszeichen ein, falls wir eine Überschrift über unser Fenster haben wollen, wie das hier oben zum Beispiel ist, Java, Java, Java Tutorial. Diese Überschrift von dem Text, die können wir hier festlegen. Ich schreibe jetzt einfach mal symbolhaft Fenster, Text rein und ein Semikolon am Ende. Und jetzt müssen wir noch weitere Eigenschaften des Fensters festlegen. Jetzt haben wir zwar ein Fensterobjekt, aber das ist weder sichtbar, noch hat es eine Größe, noch passiert damit irgendwas. Das mit der Größe können wir schnell ändern. Wir schreiben einfach Frame. Und jetzt sehen wir schon, hier gibt es echt eine ganze Menge. Und hier sehen wir schon auch die Häufigkeit. Zum Beispiel SetSize ist auch eines der häufigst benutztesten. Macht ja auch Sinn, wir brauchen für jedes Fenster eine Größe. Ich sage jetzt mal, Standard ist 800x600. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch 1920x1080, da habt ihr halt ein Vollbildfenster. Oder ihr macht ein kleines, wie auch immer. Was jetzt wichtig ist, wir haben jetzt noch ein paar weitere Möglichkeiten. Wenn wir auf das rote X oben rechts in der Ecke drücken, dann wollen wir, dass es sich nach Möglichkeit am besten schließt. Und nicht nur, dass sich das Fenster schließt, sondern sich das Programm auch tatsächlich beendet. Und das können wir mit setDefaultCloseOperation. Und jetzt navigieren wir auf das JFrameObjekt.exitOnClose. Wenn das bei euch nicht automatisch kommt, einfach Steuerung Leertaste, dann sollte das kommen. Sonst einfach abschreiben. Das braucht ihr bei jedem Fenster, was ihr öffnet, weil sonst passieren Sachen, die ihr nicht wollt. Zum Beispiel es gibt auch Do Nothing on Close. Das ist auch ganz witzig, da drückt ihr auf X und gerade nichts passiert. Wollen wir jetzt für unser Beispiel nicht. Jetzt geben wir auch Frame.setResizable. Das heißt, wir können einstellen, wenn man an die Kante hier von dem Fenster gehen möchte, soll es sich vergrößern, verkleinern oder eben nicht. Und wir schalten das jetzt einfach mal aus. Dann geben wir Frame. Das ist auch noch so ein kleiner Trick. Wenn wir jetzt wollen, dass unser Fenster zentriert ist, können wir das über das Java Toolkit machen, indem wir unsere Bildschirmgröße oder unsere Bildschirmdimension ausrechnen oder ausgeben. Dann sehen wir, okay, mein Bildschirm hat jetzt 1920x1080 Pixel. Dann rechnen wir beides durch 2 minus die Fenstergröße durch 2 und dann haben wir auch den Mittelpunkt. Oder wir schreiben einfach setLocation. Relative to 0. Das zentriert das Ganze auch. So einfach kann es gehen. Jetzt gibt es noch Frame.setLayout. Layout, da haben wir es. Jetzt können wir einen Layout-Manager festlegen, zum Beispiel Flow-Layout, Grid-Layout, was es alles für Layouts gibt. Die positionieren die Elemente, also die Swing-Elemente in dem JFrame, so wie man es eben, so wie es gerade passt. Das heißt, Flow reiht es alles hintereinander, von links oben nach rechts unten. Grid macht es so, dass es halt in Spalten das Ganze organisiert wird. Wir wollen allerdings genau bestimmen, an dieser Position soll sich unser Button nachher befinden und an keiner sonst. Und das kriegen wir eben über Layout Manager 0 hin. Und jetzt können wir noch schreiben, zum Beispiel frame.setFocus.
Focusable, nein. Ach nee, wir können, genau, Request Focus heißt das Ganze. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Fenster und wir klicken jetzt auf den Button, dann verliert es den Fokus. Dann sehen wir auch, wenn unser Fenster nicht mehr blau leuchtet, der Rand, sondern eben dann so weiß wird. Das ist halt einfach ein Effekt von Windows. Und mit diesem Frame.Request Focus, das können wir an jeder Stelle aufrufen, sagen wir, unser Fenster soll wieder den Fokus haben. Das ist jetzt noch relativ unwichtig, aber das wird nachher in zukünftigen Videos eine Rolle spielen, wenn wir dann an die Keyhandler, also die Tastatureingaben gehen. So, und das Ganze möchten wir jetzt auch noch sichtbar machen, sonst funktioniert es nicht. Punkt setVisible. So, machen wir True. Und jetzt haben wir ein Fenster mit sämtlichen Eigenschaften. Und es ist sichtbar und wir führen das Ganze jetzt mal aus und sehen schon, es ist ein Fenster mit grauem Hintergrund mit dem Text Fenstertext in der Größe 800x600. Wenn wir hier gleich drauf drücken, schließt es sich und das ist schon mal unser erster kleiner Erfolg. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein zweites Element der Swing-Reihe dazu nehmen. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach einen Button, das ist ja auch relativ Standard, was man braucht. Allerdings braucht man für einen Button nicht nur den Button selber, sondern auch einen Action Listener, den ich ganz gerne Action Handler nenne, eben für die Abfrage, was passiert, wenn ich drauf drücke. Das ist einfach dann nochmal eine gesonderte Klasse. Man kann es zwar in der gleichen Klasse machen, aber ich finde es immer schöner, sowas ein bisschen auszulagern, dass man dann eine Klasse hat, wo dann alle Button-Events aufgelistet sind. Dafür schreiben wir ein Button, jetzt ist wichtig, das Ganze ist ein J-Button, da es von der Swing-Reihe ist. J-Button, ich nenne ihn einfach mal Button. Und jetzt müssen wir den erstmal erstellen. Machen wir das mal ganz schnell. Ist gleich New J-Button. Hier können wir wieder einen Text festlegen. Ich sag mal, drück mich. Jetzt können wir sagen button.setBounce, nicht mehr setSize, sondern wir wollen Bounce, das gibt uns eben die Möglichkeit, die Koordinate, nicht nur die Größe und die Höhe, also die Breite und die Höhe festzulegen, sondern auch wirklich die X- und Y-Koordinate, wo wir unsere Button hinhaben möchten. Den machen wir mal links oben in die Ecke, also 25, 25. Also von links oben nach rechts unten gehen die Koordinaten ja nicht wie in der Schule, von links unten nach rechts oben. Das heißt, wir haben Width, sagen wir mal, wie lang soll unser sein? 150 oder soll mal 40 breit sein, hoch sein. Und jetzt wollen wir dem Ganzen noch eine schöne Hintergrundfarbe geben. Das können wir mit Button.set Background machen. Und da geben wir jetzt eine Farbe ein. Können wir jetzt Color. Da haben wir hier so ein paar Vorschläge. Black, Cyan. Wichtig ist, dass ihr immer die großgeschriebene nehmt. Wenn wir jetzt eine Farbe haben wollen, die jetzt nicht dem entspricht, was da gerade Standard ist, schreiben wir einfach New Color und können jetzt hier die RGB-Werte eingeben, also zum Beispiel 100, 200, 100, das ist jetzt irgendwas, keine Ahnung, lilanes, ich weiß es nicht, das werden wir gleich sehen. Wir können jetzt noch ein paar Sachen festlegen, wenn wir zum Beispiel bestimmen wollen, wenn wir draufklicken, ob der Fokus gemalt werden soll. Also was heißt gemalt? Wir wollen schauen, ob unser Fokus gezeigt werden soll. Das heißt, wenn wir normalerweise auf den Button draufklicken, dann wird der Text da drin mit so einer kleinen punktierten Box umrahmt. Ich finde es persönlich relativ hässlich, deswegen werden wir das jetzt erstmal ausstellen. Das ist auch so eine der Sachen, die ich fast immer, egal wo ich Buttons verwende, ausstelle. Set, nein, nicht Focusable, sondern Set Focus Painted. Und jetzt können wir das Ganze mit False deklarieren. Jetzt wollen wir vielleicht noch einen wunderschönen Rahmen festlegen. Das ist jetzt alles nur noch Verzierung von dem Button. Punkt Set Border. Und jetzt gehen wir in die Klasse Border Factory. Punkt, und jetzt können wir create irgendeinen Border machen. Bevel Border, Dashed Border, Empty Border, Edged Border, Line Border, Raised und was auch immer es da noch alles gibt. Da könnt ihr selber auch mal ein bisschen mit rumprobieren, was ein schöner Rahmen ist. Es gibt auch, wenn ihr einfach mal googelt, gibt es auf einer Website so eine Übersicht, was es an verschiedene Ränder von diesem Button eben so gibt. Wir wollen jetzt einfach mal create Line Border.
Das heißt, es soll ein Pixel groß sein. Und da geben wir jetzt mal Color Black ein. Das heißt, es hat einfach einen schwarzen Rahmen. Und jetzt schreiben wir button.add. Und jetzt ist es wichtig, wir wollen jetzt die Klasse hinzufügen, die nachher dafür sorgt, wenn wir auf diesen Button drücken, dass auch irgendwas passiert. Also wir brauchen einen Action-Listener, add-Action-Listener. Und das fordert hier normalerweise einen Action-Listener. Wir können jetzt hier schreiben, new Action-Listener. Und dann wird das Ganze hier so gemacht, dass wenn ich drauf drücke, dann kann ich hier was ausgeben. Sysout, hallo. Finde ich ehrlich gesagt relativ hässlich. Wenn wir 10 Buttons haben, haben wir jedes Mal diesen Code. Und dann eventuell, auch wenn das hier drin relativ lange Rechenprozeduren sind, wird es unübersichtlich und unschön. Das heißt, wir wollen eine neue Klasse erstellen. Geben wir mal hier in Package 1, New, Class. Und ich nenne das Ganze jetzt mal Action Handler. Ist auch hier, egal wie ihr es nennt. Wichtig ist nur, dass ihr nachher den Namen übernehmt. Und hier übernehmen wir jetzt das Interface, was wir vorhin schon hinzugefügt haben. Das übergeben wir jetzt einfach der Klasse. Das heißt, wir schreiben Implements Action Listener. Und jetzt kommen hier automatisch alle Methoden rein. Und zwar Action Performed. Das Konstruktor brauchen wir hier nicht. Und wenn wir jetzt unseren J-Button empfangen möchten, geht das nicht ganz so einfach. Wir können jetzt zwar hier schreiben Action, wir müssen New Action Handler, geben wir hier unsere Klasse an und sehen schon, das funktioniert. Nur blöd ist, wie wollen wir denn jetzt abfragen, welcher Button gerade gedrückt wird? Wir können jetzt hier eingeben Sysout Hallo. Aber dann ist das Problem, wenn wir einen zweiten Button haben, was machen wir, um das zu unterscheiden? Dazu machen wir einfach unseren Button static, das heißt statisch. Das heißt, dieser Button mit dem Namen Button existiert nur ein einziges Mal in diesem Projekt. Und wir können von überall drauf zugreifen. Das ist demnach praktisch. Jetzt können wir einfach schreiben, if in Klammern. Jetzt haben wir hier das Action Event i, kann auch Event 0 heißen. Müsst ihr dann entsprechend ändern oder wie auch immer ihr das haben möchtet. Das heißt, ihr gebt hier i.getSource. Das ist jetzt ein Objekt, was erwartet. Und das können wir vergleichen mit einem anderen Objekt. Das heißt, wir vergleichen, ob das gedrückte das Objekt unseres Buttons ist. Das heißt, wir schreiben main.button. Das heißt, so können wir überprüfen, ob jetzt unser Button gerade gedrückt wird. Und wenn unser Button anders heißt, dann müsst ihr ihn halt anders nennen. Jetzt können wir das Ganze auch mal ausgeben. Sysout, yay, du hast mich gedrückt. Machen wir am Anfang nochmal groß, der Schönheit halber. Und sind in dieser Klasse hier auch schon fertig. Button, habe ich mich irgendwo verschrieben? Huch. Das wundert mich doch gerade. Static J-Button Button. Ah, nee, das hatte nur irgendwie nicht gespeichert, dass das Ganze static war. Also zur Not einfach mal speichern und dann sollte das Ganze funktionieren. Jetzt haben wir noch eine Sache, die wir machen müssen, damit unser Button überhaupt sichtbar wird, weil wo soll denn sich unser Button befinden? Er soll innerhalb des J-Frames sein, also innerhalb unseres Fensters. Das klingt für uns logisch, für den PC, dem musst du das beibringen. Das heißt, du schreibst erstmal, damit er überhaupt sichtbar wird, button.set set visible true. Und jetzt wollen wir dem Fenster den Button hinzufügen. Das heißt, wir schreiben frame.add Component und da kommt dann unser Button rein. Das heißt, wir haben unserem Fenster jetzt den Button hinzugefügt mit allen Eigenschaften, die er eben so hat. Und jetzt ist wichtig, wir machen jetzt unser Fenster sichtbar. Das heißt, es wird angezeigt und danach wird erst der Button hinzugefügt. Das heißt, es kann sein, dass es einfach nicht sichtbar wird, unser Button. Obwohl wir hier set visible true gemacht haben. Das ist einfach so wie Java kompiliert. Das heißt, von oben nach unten müssen wir dann frame.set visible einfach hier wegmachen und ganz nach unten machen. Das heißt, es wird erst sichtbar, wenn unser Button auch dem Fenster hinzugefügt ist. Jetzt führen wir das Ganze mal aus und hoffen, dass alles funktioniert und sehen, drück mich. Und das Ganze wird jetzt nicht mehr hervorgehoben,
weil wir Set Focus Painted Defaults gemacht haben. Wir können immer noch draufdrücken und sehen schon, wenn wir draufdrücken, kommt in der Konsole, yay, du hast mich gedrückt. Das heißt, unser Button funktioniert auch in dem, was er eben machen soll, und zwar einfach nur einen Text ausgeben. Und ihr könnt jetzt gerne mal mit auch selber einem Button ein bisschen rumspielen, einfach mal ein paar eigene Werte eingeben, ein paar andere Sachen machen, vielleicht ein paar Rechnungen, dass ihr zwei Variablen nehmt und jedes Mal plus 5 rechnet, wenn ihr diesen Button drückt. Und da könnt ihr einfach mal selber ein bisschen rumprobieren und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit diesem Button gemacht habt. Würde mich freuen, das zu lesen. Und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.